Herzlich willkommen auf meta.wintablets.ch. Diese Plattform soll dich unterstützen, die Kompetenzen aus dem Modul Medien und Informatik in deinen Unterricht zu integrieren. Hierfür haben wir da unter Kompetenzen einen Raster erstellt, der als Orientierungshilfe und Planungsmittel verwendet werden kann. Vor allem die Anwendungskompetenzen haben wir deutlich feingliedriger dargestellt. Du siehst an der satten Farbe immer den Vorschlag für den Zeitpunkt der Einführung und die blasse Farbe für die Vertiefung und Repetition dieser Teilkompetenz. Meist sind diese Bereiche dann verlinkt, direkt mit konkreten Hintergrundinformationen und Unterrichtsideen. Diese verschiedenen Teilkompetenzen sind dann auch noch ausgedeutscht. Wenn wir hier beispielsweise mal zum Fotografieren gehen, so siehst du, wird dargestellt, worum es hier eigentlich geht, wie das über die verschiedenen Zyklen hinweg eingeführt wird, was so typische Unterrichtsmöglichkeiten sind und in diesem Fall werden noch Apps vorgestellt. Hier kommst du direkt auf die Plattform für die Schüler, die heißt jetzt eben nur wintablets.ch und in diesem Fall können Schülerinnen und Schüler anhand eines Videotutorials sich mit dieser App vertraut machen. Du kannst dich also einerseits über die Kompetenzen orientieren, aber für viele Lehrpersonen ist wahrscheinlich fast naheliegender, dass sie von ihrem Fach ausgehen und sich überlegen, was gibt es dann für mein Fach, zum Beispiel für das bildnerische Gestalten. Auch hier ist der Aufbau immer ein bisschen ähnlich. Du hast eine kurze Einführung, dann meist bei diesen langen Seiten ein Inhaltsverzeichnis, das du auch auf- und zuklappen kannst und mit dem du eben schnell zum entsprechenden Bereich, der dich interessiert, springen kannst. Weitere Möglichkeiten, dich auf dieser Seite zu bewegen, ist natürlich die Suchfunktion. Wenn du etwas schon kennst, zum Beispiel Quizlet, kannst du das einfach eingeben oder hier über die Filterfunktion kannst du nach deiner Stufe einem Kompetenzbereich und allenfalls einem Fachbereich filtern und so kommst du schnell zu entsprechenden Unterrichtsideen und Unterrichtsskizzen. Als letztes noch, unter Pädagogik haben wir mehr allgemeine Tipps, methodische Tipps, Tools für dich als Lehrperson. Du siehst, diese Seite ist noch unvollständig, sie wird laufend wachsen und wird immer noch konkreter. Wir freuen uns über ein Feedback. Natürlich kannst du auch Fragen stellen und Wünsche anbringen. Nun aber wünschen wir dir viel Erfolg bei der Nutzung dieser Plattform.